Die argentinische Politik wusste diesen Transfer zu verhindern. Aus Brasilien nach Europa und dann in den schottischen Abstiegskampf. Ich meine, das bricht dich, oder? Laura 1 verliert heute die prominentesten Beinahe-Transfers des internationalen Fußballs. Wir bilden das Ganze in einem 3-4-3 ab und starten mit einem der wohl besten Torhüter aller Zeiten. Gigi Buffon, Juve-Ikone, aber Anfang der Nullerjahre wäre der fast in Spanien gelandet, Harald. Besser gesagt in Katalonien beim FC Barcelona. 2001 wollte der FC Barcelona Gigi Buffon verpflichten und der hätte es fast gemacht. Buffon-Berater Silvano Martino hat das gegenüber der AS auch mal bestätigt. Hat er gesagt, Barca hat ihn eigentlich schon verpflichtet. Sie hatten eine Einigung mit Parma erzielt, aber familiär gab es da andere Wünsche in der Familie Buffon. Genau, der Herr Papa hat dem Gigi abgeraten und hat dann nachher gemeint, Barcelona war damals noch nicht der Verein, der heute ist. Ganz ehrlich, ich fand Buffon schon im PSG-Trikot gewöhnungsbedürftig, aber bei Barca hätte ich ihn mir eigentlich gut vorstellen können. Ja, aber wer weiß, dann wäre er nie diese Juve-Ikone geworden. Barca-Ikone. Glaubst du, dass Gigi Buffon, keine Ahnung, 2 Jahrzehnte in Barca gestanden wäre? Ja. Also zu jener Zeit waren jetzt die Barca-Torhüter überschaubar gut. Dann kam Victor Valdés, seither Marc-André Ter Stegen natürlich gesetzt. Aber egal, er ist zur Juve-Ikone geworden, hat mit diesem Transfer alles richtig gemacht. Aber eben Anfang der Nullerjahre fast beim FC Barcelona gelandet. Vor Buffon starten wir unsere Dreier-Abwehrkette mit einem Beinahe-Transfer von Sergio Ramos zu Manchester United. Das gab es sogar zweimal, dieses Gerücht. 2015 und 2023 und beide Male hat Manchester United durch die Finger geschaut und alle Manchester United Fans werden jetzt vielleicht böse sein, aber ich glaube, jeder, der in den letzten Jahren nicht bei Manchester United gelandet ist, hat es ganz gut erwischt. Hat eine gute Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass das 2015, also da gab es dann auch schon ein Interview von Sergio Ramos auch Jahre danach über dieses Transfergerücht 2015, dass er sehr nahe dran war, für United zu spielen, hat sich da bei Real Madrid finanziell scheinbar nicht mehr so wertgeschätzt gefühlt. Ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen Taktik, oder? Das ist ja so Berater-Spieler-Taktik. Du fühlst dich finanziell nicht wertgeschätzt, dann redest mal mit einem Journalisten, der droppt diese Meldung, dann bietest du dich an einen anderen Verein an, um natürlich auch ein bisschen Druck auszuüben. Ja, sehe ich auch so. Hat funktioniert. So ist es. Und dann eben auch lange Zeit noch bei Real Madrid geblieben, bevor er dann zu PSG wechselte, Sergio Ramos. Neben dem Spanier der nächste große Name mit Virgil van Dijk. 2018 blätterte Liverpool 84 Millionen Euro hin für den Niederländer. Ein paar Jahre davor sah die Welt noch etwas anders aus. 2014 wäre für Crystal Palace zu haben gewesen, und zwar um nur 6 Millionen Pfund. Der damalige Crystal Palace-Chef-Scout hat aber das Veto eingelegt, weil zu langsam. Ja, kann man eben auch mal so daneben liegen. Ein Jahr später für 15 Millionen zu Southampton gewechselt und dann eben 2018 dieser Mega-Move von Virgil van Dijk zum FC Liverpool. Und zum Abschluss unserer Defensivreihe reisen wir zurück in das Jahr 1995. Roberto Carlos will erstmals nach Europa und die Frage, wohin? Genau. Premier League stand zumindest auch am Tableau. Premier League, nämlich Aston Villa. Da hat er ein Testspiel davor gespielt im Villa Park mit Brasilien gegen die Schweden. Da dürfte er positiv aufgefallen sein. Es hat auch Gespräche gegeben, Verhandlungen gegeben, aber letztendlich hat sich Trainer Brian Little nicht überzeugen lassen von Roberto Carlos. Ja, Aston Villa hat in diesem gleichen Jahr, in diesem gleichen Transferfenster Gareth Southgate für 3,75 Millionen nach Birmingham geholt. Also eigentlich eh auch ein guter Move. Roberto Carlos entschied sich für Inter, aber ganz ehrlich, die Interzeit von Roberto Carlos auch überschaubar gut. Wirklich zum Weltstar reifte er dann bei Real Madrid. Aber Roberto Carlos wäre Premier League-Spieler gewesen. Vom ja, Tipp, definitiv, ja. Wäre der fixer Premier League-Spieler gewesen. Hätte gut gepasst, glaube ich. Aber ganz ehrlich, Roberto Carlos und Real Madrid, das war dann schon auch ein Perfect Match.
Also natürlich, ja. Es hat dann eh auch passt für ihn. Ja, finde auch. Er hat sich ganz gut geschlagen, ja. Roberto Carlos. Wir switchen von der Abwehr ins Mittelfeld und starten mit einem der kuriosesten beinahe Transfers schlechthin, Ronaldinho nach Schottland, und das nicht etwa zu Celtic oder den Glasgow Rangers, sondern in den Abstiegskampf zu St. Mirren. Wie kam es bitte dazu? Oder nicht dazu? Wie kam es nicht dazu? Ja. Das Transferfenster in Schottland hat damals lange offen gehabt, nämlich bis Ende März. Und St. Mirren hat im Abstiegskampf ein paar Leute gebraucht. Und der damalige Berater von Ronaldinho war ein großer St. Mirren-Fan. Eric Lovey, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Eric Lovey. Lovey, sagen, ja. Und hat ihn dann St. Mirren vorgeschlagen. Ja, kleiner Kontext. Da war eben auch so ein Transferstreit zwischen Gremio und PSG. Also scheinbar hat Ronaldinho schon einen Vorvertrag bei PSG unterschrieben. Und ich gehe davon aus, dass Gremio Ronaldinho da nicht mehr spielen hat lassen wollen. Aber er hat da auch unterm Strich nicht für PSG spielen können, weil das Transferfenster in Frankreich bereits zu war. Und daher war Paris gar nicht so uninteressiert daran, Ronaldinho in St. Mirren zu parken für ein paar Monate, um so ein bisschen auch im europäischen Fußball anzukommen. Schlussendlich haben dann aber Gremio und der brasilianische Fußballverband auch noch dazwischen gefunkt. Und so kam es nicht zu diesem wirklich komplett vogelwilden Transfer von Ronaldinho zu St. Mirren. Ich meine, stell dir vor, du kommst als junger Mann aus Brasilien nach Europa und dann in den schottischen Abstiegskampf. Ich meine, das bricht dich, oder? Ja, viel, viel härter kann der Start in Europa, glaube ich, nicht über die Bühne gehen. Aber ich finde es ja auch geil, dass der Berater Eric Lovey scheinbar auch Bebeto vorgeschlagen hat. Und Bebeto zu jener Zeit wirklich jetzt kein unbekannter Name. Es war bei Ronaldinho, ja, der ist schon gehypt worden, aber Bebeto war ja ein Weltstar, vielleicht schon eher im Winter seiner Karriere angekommen. Und dennoch, aber den wollten sie zum Probetraining einladen und Bebeto hat dann einfach gesagt, Entschuldigung, Bebeto, es ist St. Mirren, dieses Probetraining findet nicht statt. Und so kam eben auch dieser Transfer nicht zustande von Bebeto zu St. Mirren. Aber diese Konversation hätte ich gerne gesehen. Hat schon mal den Fall gegeben, dass eine ganze Mannschaft bei einem Spieler Probetraining machen hat müssen. Und vielleicht hätte Bebeto St. Mirren zum Probetraining eingeladen. Ja, das hätte mehr Sinn ergeben als umgekehrt. Aber egal, von einem ehemaligen Weltfußballer zum nächsten. Auch hier eine sehr seltsame Kombo mit Diego Maradona und Sheffield United. Dieser Transfer ging fast im Jahr 1978 über die Bühne, doch die argentinische Politik wusste diesen Transfer zu verhindern. Sheffield United, damals Zweitligist in England, der Trainer Harry Haslam war auf Scouting-Reise in Argentinien und war sehr beeindruckt vom jungen Maradona. Der war ja damals ein bisschen der Shootingstar in der argentinischen Liga. Aber natürlich noch nicht dieser große Name. 17 Jahre erst. Genau. Ja. 150.000 Pfund-Deal ist vorgeschlagen worden. Hätte auch gepasst. Letztendlich ist dann aber die argentinische Polizei vor der Tür gestanden bei Harry Haslam und wollte noch einmal so viel Geld. Was auch kein Problem gewesen wäre, nur das wollte sich Sheffield United irgendwie nicht verstricken lassen in die argentinische Politik. Damals hat die Militärjunta in Argentinien, wie wir wissen, bei der 78er WM. Aber er kam schon auch mit einem Mitbringsel zurück auf die Insel. Er hat nämlich Alex Abea, auch kein Unbekannter, für 160.000 Pfund, damals Rekordtransfer, nach England geholt. Und Maradona wechselte dann Jahre später, beziehungsweise genau 4 Jahre später, 1982, zum FC Barcelona und lernte dann 1984 wirklich seine große fußballerische Liebe Napoli kennen. Diego Maradona, zweite englische Liga. Das hätte nicht funktioniert. Roberto Carlos in der Premier League, ja. Diego Maradona. Ja, vor allem zu den 78, das war doch noch ganz klassischer Kick and Rush, ja. Oder? Ja. Und da wäre er in der Mitte gestanden und hätte einfach nur Bälle hin und her fliegen können. Ja, ja. Oder er wäre hin und her geflogen. War auch gut im Grunde im Nachhinein, dass er vielleicht noch ein paar Jahre in Argentinien geblieben ist. Weiter geht's mit dem dritten Weltfußballer in Folge. Auch Zinedine Zidane stand 1995 vor einem Transfer auf die Insel. Welcher Verein hat es damals verbockt? Die Blackburn Rovers. Auch da muss man kurz erklären,
Blackburn Rovers 1995 sensationell Meister geworden, unter anderem mit Alan Shearer. Blackburn Rovers damals eine wesentlich, wesentlich größere Nummer, als sie es aktuell sind. Ja. Ich glaube, der hat irgendwie einen, ich glaube, war es eh Clubbesitzer, Jack Walker, der extrem viel Kohle da reingepumpt hat. Ich habe mir irgendwann mal eine Doku über Blackburn Rovers in Mitte der 90er gegeben, wo diese ganze Konstellation dann eigentlich dargestellt worden ist. Und ja, 1995 wirklich sensationell Meister Blackburn Rovers. Champions League steht an, du brauchst junge, frische, kreative Kräfte. Lädst dir zwei Spieler von Bordeaux nach England ein, um eine Probe ein bisschen zu testen. Das waren Christophe Dugarry, ja auch legendärer französischer Kicker, und eben Zinedine Zidane. Genau. Und der Trainer Kelly Dalglish war überzeugt und wollte beide haben. Nur Clubbesitzer Jack Walker hat das anders gesehen. Legendäre Worte damals von Jack Walker in Richtung Dalglish. Warum sollten wir Zidane wollen, wenn wir Tim Sherwood haben? Auch hier muss man aber auch sagen, ich meine, der Sisu war eben auch extrem jung, ein unbeschriebenes Blatt, und Tim Sherwood war Kapitän, Publikumsliebling und eben auch Leistungsträger. Also im Nachhinein kann man dann immer über solche nicht zustande gekommene Transfers lästern, aber das hat in jenem Zeitpunkt vielleicht schon Sinn gemacht. Mehr Sinn, als es vielleicht jetzt rüberkommt. Richtig, ja. Bei Zidane wiederum bin ich der Meinung, ich glaube, dass der in England auch funktioniert hat. Ja, Zidane hätte überall Von seiner Körperlichkeit her und so weiter hätte das ganz gut passt. Glaube ich auch. Hätte ich auch gerne mal gesehen. Vielleicht nicht bei den Blackburn Rovers, aber Manchester United unter Alex Ferguson. Zidane und Veyron im Mittelfeld. Ja, Veyron hat jetzt nicht so gut funktioniert, aber Zidane, der hätte das schon besser gemacht. Weltfußballer Nummer 4 in Serie. Auch Cristiano Ronaldo darf nicht fehlen. Der Portugiese war einst in der Ligue 1 ein Gesprächsthema. Welcher Verein hat da angeklopft? Olympique Lyon. Die boten Sporting Lissabon sogar ein Tauschgeschäft vor, beziehungsweise Sporting Lissabon schlug Olympique Lyon ein Tauschgeschäft vor. Ronaldo plus ein weiterer Spieler sollten nach Frankreich gehen, und dafür wollte man Toni Perelles. Wer auch immer. Lyon lehnte ab, Perelles ging zu Lens, und Cristiano Ronaldo, nur ein paar Monate später, wechselte er für 19 Millionen von Sporting zu Manchester United. War damals Ola schon Lyon-Präsident? Weiß ich nicht. Ich meine, dass der hin und wieder neben der Spur war, ist jetzt auch bekannt. Ja, aber das ist natürlich schon ein mega, mega Fail, ja, im Nachhinein. Also wenn du da schon die Möglichkeit hast und dir wird Cristiano Ronaldo angeboten, also nicht nur auf Seiten von Lyon, wo man dann sagt, okay, da war Interesse, aber man hat ihn nicht holen können, aber der ist ihnen ja förmlich angeboten worden und sie haben eben nicht zugeschnappt, und das tut dann im Nachhinein, wenn du siehst, wie schnell dann auch dieser Stern aufgegangen ist von Cristiano, glaube ich, doppelt weh. So, Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's im Sturm, und das natürlich mit einem weiteren Weltfußballer, the GOAT himself, Harald, Lionel Messi. Die Glasgow Rangers hatten Bock, Barca weniger. Aber die Geschichte dahinter, die klingt wirklich vogelwild. Die Geschichte ist wirklich wunderschön. Ja. Rangers-Trainer Alec McLeish hat einen Sohn gehabt, der offenbar gerne ein Football-Manager auf dem Computer gespielt hat. Und der hat seinem Papa immer wieder die größten Talente dieses Football-Manager-Spiels vorgeschlagen. Und darunter regelmäßig diesen Lionel Messi. Da war die Rede, nämlich Entwicklungspotenzial hatte. Genau, da hat es immer geheißen, dass das einer, dass das der beste Fußballer der Welt werden würde. Da interessiert es mich natürlich einerseits, was für ein Fußballmanager-Spiel war das, das bereits Anfang der Nullerjahre, als Messi 13 Jahre alt war, das hervorgesehen hat. Ich kann es nicht beantworten. Ich auch nicht. Aber Jahre später ist eben dann nochmal dieser Name bei... Aber da hat es doch den FIFA-Manager hat es doch schon gegeben damals, oder? Ich weiß nicht. Müsste sich ausgehen, sage ich dir. Kann sein. Alex Milik, auf jeden Fall, dieser Name poppte dann noch ein paar Jahre später auf. Lionel Messi, den könnte man ja mal anfragen beim FC Barcelona.
Spaß hatte, aber weniger Bock. Das war dann eben schon in einer Phase, wo man eher erkennen hat können, der kann kicken. Nicht nur die Football Manager Scouts. Ja, aber sie haben es trotzdem. Richtigen. Ja, aber das Geile ist, sie haben es trotzdem probiert, haben ihn nicht bekommen und gleichzeitig bot man aber Andres Iniesta den Glasgow Rangers an. Also da kam es dann aber wirklich auch fast zu einer Einigung. Genau, es hat nur mehr ein Spiel gefehlt, Brett, dass es Iniesta dann für Barca gemacht hat, weil da war er so gut, dass Barca dann gesagt hat, na passt, den behalten wir uns. Und so gingen die Glasgow Rangers eben leer aus. Neben Messi Messi in Schottland. Messi kann überall Fußball spielen, scheißegal, ob in Schottland, ob in der österreichischen Landesliga oder in der Bezirksliga oder in der Kreisliga. Messi kann überall. Also der junge Messi in Schottland hat. Ja. Also ich hätte damals mit Bolges Freund, geht sich das aus, 2003, 2004? Ja, das war der. Da war Mikel Arteta war auch mal bei den Glasgow Rangers. Das ist auch mal, glaube ich, ausgeliehen worden von Barca. Also hat es eher so ein paar Überschneidungen gegeben, Barca und Rangers, aber. Egal, machen wir weiter. Denn neben Messi ein ehemaliger Mitspieler von La Pulga beim FC Barcelona, Thierry Henry, der hätte nämlich eigentlich bei Real Madrid zum absoluten Megastar werden sollen in den 90er Jahren. Und hat er offenbar oder angeblich sogar unterschrieben gehabt dort schon. Ja, es hat Ex-Realpräsident Lorenzo Sanz, hat das vor ein paar Jahren mal verraten gegenüber, ich glaube AS war es, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass eben Thierry Henry bereits bei Real Madrid unterschrieben hätte. Flieger war auch schon ready, sollte eigentlich nur mehr eingeflogen werden nach Madrid, aber schlussendlich kam er nie an. Ari damals ja beim Monaco noch, hat dann einen Rückzieher gemacht, beziehungsweise auch in dem Fall wie anfangs bei Gigi Buffon, der Herr Papa. Sein Vater meinte, dass Thierry Monaco nicht verlassen kann und er Angst vor dem Präsidenten habe. Ja, auch so enden mögliche Transfergeschichten. 1999 dann der Transfer zu Juve. Da blieb er aber wirklich nur 6-7 Monate. Ja, und hat ja teilweise Linksverteidiger gespielt, oder? Ja, stimmt. Außenbahn. Ja, er komplett irre. Bei Arsenal lief es dann besser. Ja. Und beim FC Barcelona krönte er sich auch mit dem Champions League-Titel. Und zum Abschluss unserer Ansapanier kehren wir wieder zurück nach Schottland, wieder nach St. Mirren, zu St. Mirren und das sogar zum B-Team, also zum Reserve-Team. Die hatten 2008, 2009 nämlich einen prominenten Namen als Testkandidat zu Gast. Riyad Mahrez hat mit 17 Jahren in der zweiten Mannschaft von St. Mirren Probetrainings absolviert. Mehrere. Hat 4 Testspiele gemacht für sie und 7 Tore geschossen, was ja ganz okay war. Der hat voll abgeliefert. Ganz ehrlich, 4 Spiele. St. Mirren hat ihn hingehalten. Ja, ziemlich scheiße gelaufen für St. Mirren. Das hat Ronaldinho nicht bekommen. Riyad Mahrez zu lange warten lassen. Der hat dann 2 Monate in St. Mirren gelebt und hat immer wieder gefragt, du, wie schaut es jetzt aus? Kriege ich jetzt einen Vertrag oder nicht? Und es kam nie wirklich eine finale Ansage. Und dann hat er eben seine Situation auch seinem Berater geschildert und der meinte, was, komm her, ich schicke dir einen Flieger oder irgendwie ein Bahnticket und du kommst wieder zurück nach Frankreich. So war es auch, er hat dann das Hotel, wo er gelebt hat, einfach verlassen mit einem Fahrrad Richtung Bahnhof oder Flughafen, ist er geflüchtet eigentlich schon fast, weil das wusste damals keiner, hat keinen Bescheid gegeben und war dann wieder zurück in Frankreich. Die restliche Geschichte, die ist eine Legende des englischen Fußballs, nämlich der Meistertitel mit Leicester City Mitte der 10er Jahre. Natürlich auch dank eines überragend aufspielenden Riyad Mahrez. Ja, aber ich glaube, das soll es dann gewesen sein. Unsere Elf steht. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low 1 paniert.